Wann fahre ich eigentlich am besten ins Disneyland Paris? Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und diesmal zum Thema, wann fahre ich eigentlich am besten ins Disneyland Paris? Zu welcher Jahreszeit? Zu welchem Wochentag? Es gibt natürlich viele Faktoren und Präferenzen, also es gibt nicht die perfekte Antwort. Ihr müsst zu dieser Jahreszeit, zu diesem Monat, zu diesem Datum ins Disneyland, weil jeder hat andere Präferenzen. Aber wir gehen die verschiedenen Kategorien durch und die verschiedenen Präferenzen, die jemand haben könnte. Und dann gebe ich euch meinen persönlichen Rat, wann ihr dann am besten fahren solltet. Genau, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Die einen möchten vielleicht günstig fahren. Dementsprechend, also wenn es günstig ist, ist auch nicht so viel los im Park. Die anderen möchten zu einer gewissen Season fahren. Die anderen haben Schulkinder, das heißt, sie sind an die Ferien gebunden. Die anderen können nur am Wochenende, nicht am Wochenende. Also es gibt die unterschiedlichsten Reisetypen, aber wir gehen, wie gesagt, die verschiedenen Kategorien durch. Und bevor wir starten, wieder Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke auch noch drückt, dann verpasst ihr keins dieser tollen, informativen Videos. Ja, Regel Nummer 1 oder eigentlich die Regel überhaupt, wenn es für euch möglich ist, vermeidet Schulferien und Feiertage und fahrt eher nicht am Wochenende. Das ist so eigentlich die Kernaussage, wenn ihr weniger Wartezeiten haben wollt und auch eventuell günstiger wegkommen möchtet für euren Disneyland Paris Ausflug. Disneyland Paris oder generell Disney Parks muss man immer ausreichend planen. Deswegen machen wir auch hier diese Videos für euch. Damit es euch unterstützt bei eurer Planung und bei eurem Disneyland Paris Trip. Und ja, deswegen erstmal vermeidet Schulferien und Feiertage und geht eher nicht am Wochenende. Ja, wann ist denn die beste Reisezeit für günstige Preise? Da ist tatsächlich so, dass die Wintermonate, vor allem ab Mitte Januar, Februar, und natürlich die Wochentage relativ günstiger sind als die anderen Zeiten, würde ich jetzt mal so aussagen. Und zwar teurer sind natürlich die Sommermonate. Jetzt kommt hier gerade die Polizei. Ich glaube, es ist die Polizei. Da ist sie wieder weg. Also, die teuren Monate sind die Sommermonate, vor allem wenn die Kinder Schulferien haben. Und hier ist es wichtig, nicht die deutschen Schulferien zu nehmen, sondern auf jeden Fall die französischen, aber auch die englischen, also aus Großbritannien und aus Spanien. Weil das sind die drei Regionen mit den meisten Besuchern. Auf die deutschen Schulferien müsst ihr eigentlich nicht so krass achten. Also einfach mal googeln, Frankreich Ferien und dann, in Frankreich gibt es natürlich auch verschiedene Regionen und verschiedene Regionen wie bei uns auch, verschiedene Bundesländer haben unterschiedliche Ferienzeiten. England und Spanien. Also das kann man ganz leicht herausfinden bei Google. Genau. Und natürlich sind auch teure Feiertage wie Weihnachten, wie Halloween, Allerheiligen, Ostern. Das sind alles so Tage, in denen es auf jeden Fall teuer ist, ins Disneyland zu fahren. Und die Wochenenden sind tendenziell teurer, obwohl ich jetzt gesehen habe, es gibt einige Sommerangebote in den Disney-Hotels, wo die Wochenenden tatsächlich günstiger sind als die Preise unter der Woche. Warum auch immer, keine Ahnung, ob mehrere Leute dann unter der Woche anreisen, ich weiß es nicht, aber ein guter Indikator, das blende ich euch jetzt hier auch ein, wenn ihr ein Disney-Hotel bucht. Auf der Disneyland Paris Seite gibt es unten so eine Skala mit Farben. Und dann seht ihr die verschiedenen Monate, wie teuer es ist für ein gewisses Hotel. Und ihr könnt den Balken auch verschieben, das habe ich erst letztens entdeckt. Und dann zeigt es euch nur die Daten an, wo es zum Beispiel am günstigsten ist. Und dann könnt ihr durch den Kalender in den nächsten Monaten gehen und seht ihr, wann es am günstigsten ist, ins Disneyland Paris zu fahren. Und wie gesagt, günstig ist so Mitte Januar bis Februar.
Obwohl dann im Februar wieder Winterferien teilweise sind. Also so Mitte Januar bis Ende Januar ist eigentlich ein guter Zeitraum. Das Problem in dem Zeitraum ist leider, dass ihr auch viele Renovierungsarbeiten haben könntet von Attraktionen. Also Disneyland Paris nutzt auch diese Low Season, um vieles zu renovieren. Und ja, ihr könnt dann günstig wegkommen, aber dann habt ihr vielleicht ein oder andere Attraktionen, die dann geschlossen sein können. Oder die Shows. Shows pausieren auch oft in diesem Zeitraum. Aber auch ein günstiger Zeitraum ist Mitte bis Ende September. Genau, den Indikator, ich muss mal runtergucken, weil ich mir natürlich Notizen gemacht habe. Ein Indikator sind immer, wie gesagt, die Ticketpreise, auch wenn ihr nur ein Tagesticket kaufen möchtet. Die sind gestaffelt nach den jeweiligen Tagen. Unter der Woche, am Wochenende, Feiertag gibt es unterschiedliche Ticketpreise. Und wenn ihr seht, okay, der Ticketpreis ist relativ günstig, dann ist das, jetzt geht in die Welt unter, dann ist das ein Indikator dafür, dass auch wenig los sein wird im Park. Aber natürlich Tage, die man meiden sollte, da ist es auch dann teuer und super viel los, sind Neujahr, Ostern, 1. Mai, also Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, der 14. Juli, das ist der Nationalfeiertag in Frankreich, Halloween, also der 31. Oktober, der 1. November und dann natürlich die Weihnachtstage und die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und natürlich dann Silvester und ja, Neujahr habe ich ja schon gesagt. Also wenn ihr auf die Preise und auf die Menschenmassen achten möchtet, dann fahrt auf jeden Fall nicht an diesen Tagen. Und die besten Tage unter der Woche sind tatsächlich Dienstag bis Donnerstag. Da ist tendenziell auch am günstigsten, wenn ihr Dienstag bis Donnerstag im Park seid. Und da haben wir auch wieder dasselbe Spiel. Wenn es günstig ist, ist auch meistens weniger los im Park. Ja, dann gibt es noch einen anderen Indikator, natürlich das Wetter und die Seasons. Also wir sind jetzt weg von den Preisen und dem Andrang, den Wartezeiten. Dazu habe ich das jetzt abgeschlossen, das Kapitel. Und dann gibt es noch das andere Kapitel, Wetter und Saisons. Ja, das Wetter kann man natürlich wie jetzt aktuell, es ist Juli, aber es regnet in Strömen und es sind, glaube ich, heute nur 18 Grad. Aber letzte Woche waren es 35. Also ne, das Wetter kann man leider nie beeinflussen. Und es gibt auch immer, wir bekommen oft Fragen auf Instagram, wie ist das Wetter im Oktober? Ja, ich kann mal in meine Glaskugel gucken. Im Oktober kann man ja auch alles haben. Im Oktober kann es noch schön 20, 22 Grad sein warm, aber es kann auch schon der Wintereinbruch kommen. Und das ist immer sehr schlecht vorherzusagen. Man kann sich natürlich man kann googeln, wie war das Wetter in den letzten Jahren. Aber das Wetter ist sehr ähnlich zu dem deutschen Wetter. Also wenn hier Winter und kalt ist, dann ist da meistens auch Winter und kalt. Also es ist ja derselbe Längengrad. Es könnte tendenziell ein bisschen wärmer sein in Paris als in Deutschland, aber generell kann man sagen, das Wetter ist sehr ähnlich zu dem deutschen Wetter. Das heißt, wenn ihr Kälte oder extreme Hitze vermeiden möchtet, also vor allem Kälte November bis Februar, kann es schon richtig kalt sein. Und heiß natürlich, wo wir jetzt auch da waren, Juli, August, auch schon Juni, gibt es natürlich extrem heiße Tage. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend, im Park unterwegs zu sein. Man schwitzt, man hat Durst. Und dann solltet ihr, wenn ihr Hitze nicht mögt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Monate auch vermeiden. Und wenn ihr Kälte nicht mögt, dann vermeidet die Monate November bis Februar. Aber dann entgeht euch leider die Christmas Season. Die besten Monate für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist eigentlich so der April und Mai. Da ist so der Frühling, die Blumen wachsen und es ist alles so schön bunt und es wird langsam wärmer, aber es ist noch nicht zu heiß. Also so April, Mai sind so meine liebsten Monate, wo ich den Park besuche. Juni auch noch, wenn es jetzt nicht allzu heiß wird. Und dann September, Oktober, wenn es in den Herbst reingeht. Der Herbst ist auch so wunderschön im Park. Wenn die Sonne dann immer später untergeht und so eine schöne Stimmung über den Park wirft und dann die Blätter werden braun und orange und ja, also September und dann ist es auch nicht mehr so heiß, meistens. Also, aber ich habe auch September schon mal gehabt mit 30 Grad. Wie gesagt, kann man schlecht beeinflussen. Entschuldigung.
September, Oktober sind so zwei Monate, wo ich auch sehr gerne im Park bin, weil auch dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Die Halloween-Season im Oktober ist. Also, wir haben natürlich zwei bekannte Seasons, die jedes Jahr immer wieder da sind. Und zwar ist es einmal die Halloween-Season und einmal die Christmas-Season. Die Halloween-Season beginnt meistens Anfang Oktober, am ersten Wochenende im Oktober, so wie auch jetzt dann. Ja, dieses Jahr fängt es am 1. Oktober an. Genau, am 30. September endet der 30. Geburtstag und am 1. Oktober fängt die Halloween-Season an. Und geht bis November, meistens bis zum Sonntag, ersten Sonntag im November, soweit ich mich erinnern kann. Also bis nach Halloween auf jeden Fall. Und ja, Halloween-Season, wie gesagt, komplett zwei Monate, ist in anderen Disney-Parks anders. Da ist die Halloween-Season etwas länger und zwar auch schon am August fangen sie manchmal teilweise an. Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, an Halloween zu fahren. Und hier, Halloween ist natürlich sehr, sehr beliebt, deswegen Wochenenden sind natürlich sehr, sehr voll und natürlich der 31. Oktober. Wenn ihr sagt, boah, das ist mir zu voll am Wochenende, aber ihr wollt die Halloween-Season trotzdem noch erleben, dann fahrt nach Halloween. Also nicht am 1. November, aber so am 2. November bis zu Ende der Season. Da ist dann auch weniger los, weil das so eine Zwischenphase ist zwischen Halloween und Weihnachten. Und da könnt ihr dann auch noch die Halloween-Season erleben. Und wie gesagt, ihr habt tendenziell dann nicht so viele Leute im Park, wenn euch das nicht stört, dass ihr die Halloween-Season nach Halloween erlebt. Das finde ich zum Beispiel nach Weihnachten, da kommen wir gleich zu. Ich finde es irgendwie komisch, nach Weihnachten im Park zu sein und dann immer noch die Christmas-Season zu sehen, so im Jahr Anfang Januar oder so. Das ist dann für mich so, das passt nicht. Genau, aber dann kommen wir zu Weihnachten. Weihnachten beginnt meistens am zweiten Wochenende im November. Das ist dieses Jahr der 10. November und geht bis in den Januar. Und ich glaube wieder dieses Jahr bis zum 6. Januar. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher immer. Es ist mal so das erste oder zweite Wochenende im Januar. Bis dahin geht die Christmas Season. Und da ist tendenziell der November noch ein bisschen besser, um in den Park zu fahren, wenn ihr die Christmas Season sehen wollt. Und natürlich der Januar nach den Ferien. Aber da haben viele tatsächlich, also bis zum Ende der Christmas Season, glaube ich, haben noch viele Ferien. Also so, der November ist noch tatsächlich der beste Monat, um die Christmas Season zu erleben. Da ist man auch noch in Weihnachtsstimmung und so, finde ich. Und je näher es zu Weihnachten kommt, desto voller wird der Park. Also Dezember ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Monat, vor allem Weihnachten und zwischen den Jahren. Ja, Silvester, Neujahr und auch ein paar Tage danach ist der Park auch tendenziell extrem voll, weil dann auch noch Weihnachtsferien sind in vielen Regionen. Ja, also mein Tipp, Weihnachten, November, unter der Woche, wenn es sein muss, auch am Wochenende, aber ja, das wären so meine Tipps, wann ihr die Halloween- und die Weihnachtsseason besuchen solltet und was das Wetter angeht. Also, genau. Das war es alles auf meiner Liste. Das waren so meine Tipps bezüglich, wann fahre ich am besten ins Disneyland Paris. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, jeder hat andere Präferenzen, jeder muss auf andere Sachen achten. Der eine möchte auf das Wetter achten, wenn es ihm nicht zu heiß wird. Der andere möchte auf den Preis achten oder auf die Wartezeiten. Und die anderen haben Kinder und können nur in den Schulferien fahren. Und da vielleicht mit Kindern tatsächlich gucken, okay, in Deutschland sind da und da Ferien. Vielleicht hat dann Frankreich und Co. in der Zeit keine Ferien. Also da muss man, wie gesagt, ein bisschen planen, ein bisschen recherchieren und dann könnt ihr tatsächlich eine sehr schöne Zeit im Disneyland Paris haben. Ja, und das war's. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, wann sollte man am besten ins Disneyland Paris fahren, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.